Hallo und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn die vorhergehende Folge, die ich heute schon aufgenommen habe, rausgegeben wird, wisst ihr, was hier alles passiert ist. Wenn nee, wir haben jetzt noch eine weitere Plattform dran gesetzt, wo dann eben halt die ganze Produktion reinkommen soll. Wie zum Beispiel eben halt das alles da hinten. Deswegen muss der Raum auch relativ hochgesetzt werden. So ist es zumindest jetzt mein Plan. Ob der jetzt so in die Tat umgesetzt werden kann, werden wir sehen. Bin ich ehrlich, werden wir sehen. Ich bezweifle es zwar manchmal ein bisschen, aber ich bin mal gespannt, was ich noch alles so machen kann. Weil ist eben halt nicht gerade wirklich so das Einfachste von der Welt hier, das Hin- und Hergefliege. Von daher, ich war eigentlich auch schon überlegen, ob ich das eben halt offscreen weiterbaue. Weil ist ja eben halt doch schon ein bisschen öde, mich hier hin und her fliegen zu sehen. Aber da habe ich mir wieder gedacht, das gehört eigentlich alles zum Autsch. Das gehört eigentlich alles zum Spiel dazu. Ne? Das ist es eben halt. Wer sowas eben halt nicht sehen kann, der ist hier. Klingt jetzt hart, aber da ist irgendwo falsch, weil, wie schon gesagt, das gehört zum Spiel dazu. Wenn ihr jetzt das privat spielt, müsst ihr eben halt im Endeffekt auch hin und her rennen, fliegen, was auch immer, um die ganzen Materialien anzukaschen. Ranzuschaffen. Ranzukaschen? Klingt ein bisschen doof, ne? Von daher bin ich am Überlegen, ob ich es offscreen zu Ende baue oder ob ich es sein lasse. Von daher, lasst euch überraschen. Was ist denn mit mir heute los? Ich habe heute ja so Aufstoße hoch 10. Geht mir gar nicht klar. Meine Fresse. Ja, nicht. So, jetzt müssen wir eigentlich warten, bis genug Stahlplatten hergestellt worden sind, um weiterbauen zu können. Was machen wir denn in der Zwischenzeit? Reißen wir nochmal rum, holen wir uns noch ein bisschen Eisen oder lassen wir es sein und warten, bis die ganze Scheiße da gemacht worden ist. Eissee, was bist du? Eisen, Gold, Uran. Ich glaube, ich fliege mal jetzt dahin. Damit es eben halt nicht ganz so öde ist. So, die sind drin, du bist aus. Jetzt seid ihr an, jetzt mache ich euch aus. Geht das? Oh, es geht sogar. So, überladen. Trägerzöpfer sind aber an. Ja, was soll's. Wenn wir heute noch mal kurz ein bisschen Zeug sammeln. Okay, ich glaube, ich weiß, warum das Ding überladen ist. Ich bin so ein Trottel. Oh. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Generator ist hinter uns. Der ist auf der Plattform drauf. Nein, noch Fragen. Verkneift euch. Meine Fresse, was ist denn das los? Gibt's da gar nicht. So schlimm war das ja mit diesen Versprechern schon ewig nicht mehr. Ich bin es halt nicht mehr gewohnt aufzunehmen. Irgendwie ist. Ich weiß nicht. Die Luft raus würde ich jetzt nicht sagen. Minecraft mache ich schon zum Beispiel gar nicht mehr, weil. Lohnt für mich nicht. Space Engineers mache ich eigentlich, ja, ich würde sagen, mache ich schon gerne, weil es ein interessantes Game ist.
Aber ich glaube auch das einzige Spiel, was ich jetzt zurzeit irgendwie Let's Playen will. Auch wenn Empyrean auch ziemlich interessant ist und im Endeffekt eigentlich das bessere Space Engineers ist. Schon alleine wegen dem Multiplayer, weil es da funktioniert und hier eben halt nie. Aber naja. Ach, irgendwie habe ich es heute mit dem Hals. Yo! Was ist mit diesem vermaledeiten Schiff los? Ja. Toll, ne? Oh Gott. Ja, stimmt. Die Batterien, die halten das komplette Schiff nicht auf Achse. Das ist es ja. Autsch. Wenn ich mir das so angucke, der Generator stand eigentlich hier oben. Der hat eigentlich die meiste Arbeit gemacht. Scheiße. Das ist eben halt so eine Situation, wo ich sage, ich fange nochmal neu an, aber da es eben halt ein Video ist, lasse ich es halt. Ich muss auch lernen, mit solchen Situationen klarzukommen. Punkt. Niemand das Schwänzchen einziehen und sagen, ich höre jetzt auf und mache ein neues Spiel. Nee. Oh, ernsthaft. Mistvieh. Noch einmal Mistvieh. Bist du? Schwere Panzerung, Gramber. Ja, das Ding hat es ganz schön zerlegt. Unten die Triebwerke sind weg. Das große Triebwerk ist weg. Mal gucken, wie ich es dann am dümmsten wieder heimschaffe. Was wäre nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Bin ich ehrlich. Der Arzt hat auch wieder so gesagt. Ja, was soll's. Komm ich jetzt hier wieder raus? Will das Ding mich jetzt verarschen? So. Auweia. Wir waren hier, um Ressourcen abzubauen. Wie sagt man das immer so schön? Alles drin, außer wenn. Passt schon. Wie ist das? Wir müssen schlagartig lauter geworden. Wow. Ne, wie schon gesagt, die Triebwerke sind schnell wieder dran gemacht. Wenn man die Ressourcen hat. Na, davon mal ganz abgesehen. Außer natürlich, der Meteoritenschauer hat jetzt den Rest gegeben. Weil, so wie es eben halt für das Spiel typisch ist, ist er bei uns eingeschlagen. Mal schnell gucken. So eine ganz beschissene Vermutung. Ne, die Bude steht noch halbwegs. Zumindest so, wie sie sein soll. So, wie wir sie verlassen haben. Scheiße. Boah. Sowas ist echt schon ein bisschen maximal nervig. Das ist eigentlich nicht schön. Aber wie schon gesagt, das Ding kriegen wir wieder hin. Keine Angst, schaffen wir schon. Ich habe da Erfahrung drin. Im Nichtlanden. Vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir da noch einen kleinen Generator mit reinsetzen. Beziehungsweise bei uns auf der Plattform einen Generator. Wow. Einen
Generator hinsetzen, dass wir den da wieder. Obwohl, das wäre da eigentlich doppelt gemoppelt, ne? Mist, Mist, Mist. Na, gehst du jetzt mal. Jetzt ab. Wir müssen bloß versuchen, dass wir das. Ja, Schiff kann man jetzt nicht mehr dazu sagen, ne? Dass wir das Ding jetzt heil nach Hause bringen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Habe ich schon gesagt, Schiff kann man dazu nicht mehr sagen. Das ist ja eher eine Krankheit geworden. Ich hab's einfach nicht drauf. Ich sollte echt bei Spielen bleiben, wo ich A nie fliegen muss, beziehungsweise B nie landen muss. Bei Arma ist das schon in die Hosen gegangen damals, bei Altes Life. Bei Space Engineers, ne, hat man ja gerade gesehen. Wo ich gut fliegen konnte, das war X. Okay, Wunder, muss man ja nicht landen. Beziehungsweise nicht selber landen, das macht der Landecomputer. Wenn man denn einen drin hat. Oder man soll eben halt sein Schiff kennen. Zum Beispiel, dass da kein Reaktor mehr drin ist. Oh Gott, ich hoffe, die Batterien haben noch genug Strom. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Dass die nicht genug Strom haben für einen Heimflug. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, wird es oder so ein hartes Stück Arbeit mit einem einzigen Triebwerk dorthin fliegen? Ja, das wird. Heftig. Wow. Stimmt ja. Oh. Ich vergesse immer, dass ich die DPI-Zahl meiner Maus verringern wollte, wenn ich Space Engineers spiele, weil. Geht ja gar nicht, wie schnell die Maus ja. Wie hoch, wie extremst die Maus ja eingestellt ist. Räusper, Räusper. Ja, es hat sich bei mir auch nicht geändert. Ob das sich überhaupt jemals wieder ändern wird, ist eben halt eine andere Frage. Was, die Batterie hat noch Strom. Die hier ist auch schon am Exitus, die ist schon weg. Die hat gerade noch so und die da oben ist auch schon so gut wie leer. Oh Gott. Und das bedeutet, wir müssen dann definitiv uns irgendwas einfallen lassen. Verdammt, ey, ich habe echt nicht drüber nachgedacht. Echt ein bisschen zum Kotzen. Gebe ich ehrlich zu. Alles scheiße. Außer Mutti. Sagt man ja immer, ne? Oh Mann. Wie passiert mir sowas immer? Komm, das bisschen Eisen, was unten ist, holen wir noch raus und dann versuchen wir das Wrack mal wieder nach Hause zu fliegen. Drückt echt die Daumen, dass das klappt. Also als Transportschiff ist das Ding eigentlich gar nicht mal so übel. Und ich gebe zu, ich will das nie unbedingt irgendwo rumstehen lassen, weil da ist jetzt schon eine Menge Eisen drin, ne? Und andere Ressourcen, von daher. Ah, ich habe schon schlimmere Kinder geschaukelt. Okay, das klang jetzt irgendwie falsch. Ich habe schon kaputtere Schiffe nach Hause bekommen.
So. So, machen wir jetzt einen Cliffhanger oder mache ich das jetzt durch? Ne, ich glaube, ich werde das durchziehen. So, da ist es heim. Jo. Ja, ging ja doch besser, als ich dachte. Wenn es zu Hause ist, werden wir es reparieren. Dann passt das alles wieder. Freue ich mich. Wenn ich denn die Materialien dafür habe, weil ich glaube, für die Triebwerke brauchen wir Triebwerkskomponenten und die sind auch nicht gerade sehr billig, muss ich sagen. Kosten auch schon einiges an Materialien. Vor allem die großen. Klar, wir haben bloß noch eine Batterie. Stimmt. Hatte ich komplett vergessen. Wenn wir das Schiff nicht mehr hinkriegen, können wir es ja so machen, wo ich das eigentlich gar nicht will, dass ich sterbe. Und ich kann mir da... Boah, Herzkasper. Und ich kann mir dann ein neues Schiff spawnen lassen, was hier Atmosphärikland angeht. Ne? Aber will ich eigentlich auch nicht. So. Wir sind jetzt im Anflug. Hoffen wir mal, dass ich nicht so doll aufsetze. Dass wir alles noch unter Kontrolle kriegen. Nach unten gehen, vor, statt drehen. Wird die Folge zwar ein bisschen länger, aber ist jetzt auch egal. Vorsicht, Vorsicht. Wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Und das mit nur einer lächerlichen Batterie, weil die ist leer. Und genauso wie Hüpf. Die ist auch leer. Sieht man. Blablabla, gespeicherte Energie. Ist ein Witz. Und die unten genauso. Obwohl, ich sehe es gerade. Haken raus, Haken raus. Da oben auch nochmal schnell die jeweiligen Einstellungen vollführen, so wie es mir gesagt worden ist in den Kommentaren. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich dafür. Na, und wünsche euch, weil wir sind schon wieder weit über die Zeit, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Space Engineers auf diesem Kanal. Und wünsche euch nichtsdestotrotz noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.